Hallo und herzlich willkommen zu New Monday. Guten Morgen, Sonnenschein. Ich hoffe, du hast zu dieser Morgenstunde einen Clown im Mund. Na egal, willkommen beim Basis-Tutorial. Ich weiß, es kribbelt schon in deinen Fingern. Kein Wunder, Orks metzeln und Trottel umnieten ist verlockend. Ich bin ziemlich gut darin, aber ich muss dir noch das eine oder andere beibringen. Eine rechtliche Sache. Der letzte Typ hat sich in einem Blitzding verfangen und sich selbst geröstet. Das wird hier nicht passieren. Naja, vielleicht doch. Nicht mein Problem. Ach ja, ich habe den Boden unter dir verhexen lassen. Du stehst auf unsichtbarem Klebstoff. Deshalb kannst du dich nicht bewegen, bis ich es sage. Bewege deine Maus und schau auf diesen gruselig glühenden Augapfel. Wow. Das Spiel, was ihr hier seht, ist Orks Must Die. Starr es einfach nur an. Ich spiele jetzt schon zum vierten Mal das Tutorial durch. Mit der Maus anstarren. Ja, yeah, weg damit. Folge dem nicht gruseligen Pfad zu dem Wegpunkt davon. Und nächster Wegpunkt. Schön weitergehen. Das wird jetzt ein bisschen schneller gehen. Ups, du scheinst festzustecken. Der Wegpunkt ist wohl defekt. Spring einfach, um dich zu befreien. Du brauchst. Eins, zwei. Drücke die Leertaste, um zu springen. Drei. Ja, diese Wegpunkte können ein bisschen verbuggt sein. Lass uns zum Schießplatz gehen, um ein paar Zielübungen zu machen. Folge einfach dem Pfad und du wirst in 0, nichts Orks niedermetzeln. Willkommen in der Festung. Bitte verhalte dich ruhig und reduziere deinen Applaus auf ein Minimum. Unterhosen oder eine andere Art von Unterwäsche sind stets zu tragen. Kein Vorfall sind... Verstanden? Gut. Und jetzt flipp bloß nicht aus, aber das Tor ist verschlossen und da steht ein Ork. Drücke die linke Maustaste, um deinen Primärangriff zu benutzen. Im Moment hältst du eine Armbrust. Ja, ja. Du fühlst dich jetzt wohl besonders cool. Mal sehen, wie du damit fertig wirst. Falls du es noch nicht bemerkt hast, Orks sind ziemlich dumm. Sogar die aus Papier. Primärangriff, los! Ah, genau, das ist der Stoff, aus dem Legenden gemacht werden. Lass uns etwas raffinierter vorgehen, was meinst du? Orks umzulegen ist echt cool und so, aber die Besten unter uns töten sie mit Stil. Drücke die rechte Maustaste und mit deinem Schau mich an. Los! Ich meine, geh los! Würdest du uns auch als bezaubernde Betäuber bezeichnen? Yeah! Mach das nochmal, nur um sicher zu gehen, dass das beim ersten Mal nicht aus Versehen passiert ist. Bitte. Danke. Schau dir das an. Jetzt schau mal da unten. Siehst du den kleinen blauen Balken? Das ist deine Mana-Anzeige. Das Benutzen von Fähigkeiten wie die Sekundäre zehrt an deinem Mana. Der andere Balken? Den grünen meinst du? Das ist deine Lebensanzeige. Was? Wow, wow! Oh, tut mir leid, das war ich. Ups. Sobald du Schaden einsteckst, so wie eben, meine Schuld, dann verliert dieser Balken Punkte. Auf zum Rift, dort kannst du dich heilen. Folge einfach dem Pfad. Das hier ist dein Rift. Ist er nicht wunderschön? Wie riesige, glitzernde Zuckerwatte oder ein Einhornfurz oder ein... Oh, tut mir leid, du humpelst hier immer noch. Stell dich einfach unter diesen glühenden, schwebenden Stern. Dein... Ach ja, das gute alte Heilen. Hey, warum erzählst du deinem Team nicht, wie episch dein Rift ist? Drücke die Taste Enter, um das Chatfenster zu öffnen. Tippe ein, was auch immer du sagen willst. Willst du mal eine richtig coole Story hören? Ich kann dir etwas über deine Fähigkeiten erzählen. Die sind echt cool. Halte die Taste Steuerung gedrückt und schon erscheint der Hilfemaus. Halte die Taste Steuerung gedrückt. Das kleine Textfenster, das aufgepoppt ist, hat irgendwann den Namen Rollover Tooltip bekommen. Diese Tooltips liefern dir ein paar tolle Informationen über die Funktion des jeweiligen Symbols. Es gibt jede Menge coole Sachen, die haufenweise coole Effekte haben. So viel Coolness überfordert selbst mich manchmal. Scherz beiseite. Ich bin natürlich nie. Weißt du was? Das waren die Grundlagen. Jetzt bist du bereit, ein paar Orks das Leben schwer zu machen. Siegesmusik, bitte. So, jetzt werde ich das nächste Tutorial starten. Also, bis gleich. Und da sind wir wieder. Raus aus den Federn, Rekrut. Es wird Zeit für das Überlebenstutorial. Heute bringe ich dir die Grundlagen bei. Das ist dein Rift. Sieht aus wie glitzernde Zuckerwatte, oder?
Du sollst diese hässlichen Schergen erledigen, bevor sie den Rift erreichen. Aber keine Sorge, du hast Fallen, Wächter und die gute alte Feuerpower, um dafür zu sorgen, dass dein Rift sicher ist und die Schergen tot. Okay, fangen wir an. Die gegnerischen Schergen erscheinen hier. Stellen wir deshalb hier in deiner Killbox ein paar Fallen auf. Folge einfach dem super coolen Pfad der Leere, das Namenspatent ist schon angemeldet, und ich zeige dir, wo die Schergen zuerst angreifen werden. Geh weiter, du bist fast da. Keine Sorge, du kannst einfach durch diese Barriere laufen. Die blockiert nur Schergen, nicht dich. Hier sind ein paar Münzen. Los geht's. Platziere zunächst eine Falle. Stelle... Moment. Dieser Platz ist schrecklich. Mein Fehler. Schau die Falle. Gute Arbeit. Stelle jetzt dort drüben auf dem Boden eine Falle auf. Super. Mach weiter und stelle hier eine Wandfalle auf. Jetzt wirf eine Deckenfalle darauf. Ah, das dauert ja ewig. Ich helfe dir kurz. Hier ein paar Barrikaden. Oh. Und ein paar von diesen bösen Jungs und was auch immer. Als würde man ein Wohnzimmer des Todes einrichten mit mörderischen Möbeln. Wähle deine Waffe in der Ausrüstungsleiste. Das Einzige, was übrig ist, ist das Platzieren eines Wächters. Also zurück zur Barriere. Klicke auf die Karte, um den Wächter zu platzieren. Klasse, diese großen Kerle erledigen tonnenweise Orks. Wenn du bereit bist, drücke die... Wow, du kannst es wohl kaum erwarten. Der Gegner hat ein Kriegslager geöffnet. Da kommen sie! Bevor ich's vergesse, benutze deine Fähigkeiten, um die Schergen zu erledigen. Die kleinen blinkenden Buttons zeigen dir an, welche Tasten du drücken musst. Go, go, go! Sie sind am ersten Tor angekommen. Mach dich bereit und denk an die goldene Regel. Töte alles! Pass auf, da ist ein Bär mit einem Hammer! Ha, wer braucht schon Therapie? Gut gemacht, du bist ziemlich gut. Ach, du Kacke, schaut ein Knochen aus deiner Brust! Geh zum Wächter, er kann dich heilen. Ich würde mich beeilen. Wunderbare Heilung. Der ganze Schmerz war es wert. Schau dir an, wie viele Münzen du durch das Erledigen der Schergen verdient hast. Benutzen wir sie, um mehr Fallen zu bauen. Warum kann ich die Barrikaden nicht an mir? Achso, hier hast du noch ein paar Barrikaden. Nutze dein Vermögen, um mörderische Fallenkombinationen aufzustellen. So, dann nehmen wir nochmal die 8. Das ist eine ordentliche Killbox. Wenn du bereit für die nächste Welle bist, drücke die angezeigte Taste. Da, die 5. Die 2. Das war ja viel Decke, ne? Treiber, vergisst halt, das brauche ich ja nicht. Wenn du für Runde 2 bereit bist, drücke die angezeigte Taste. Oder nochmal 5, 4. Ah, da auch nochmal. Okay. Kommt her! Die gegnerischen Schergen kommen. Ich rate dir, auf ihre Gesichter zu zielen. Dadurch sterben sie zwar nicht schnell, aber es fühlt sich besser an. Ein Bär mit einem Schild! Ach, egal, er ist tot. Alles ist gut. Hier wurde professionell zerquetscht. Wow, du bist ein
dein Naturtalent. Dein Unchained-Meter ist fast gefüllt. Bald kannst du es aktivieren, um unaufhaltsam zu werden. Komm hierher, dann zeige ich's dir. Um das Unchained-Meter zu füllen, brauchst du Kombos. Um diese zu bekommen, muss ein Scherge Schaden von unterschiedlichen Quellen erleiden, bevor er stirbt. Kinderspiel, oder? Es ist Zeit für deinen letzten Test. Ich leihe dir ein paar Münzen. Ein Darlehen, kein Geschenk, klar? Stell jetzt die schrecklichste Fallenkombination auf, die diese Orks jemals gesehen haben! Achte auf das Fallenlimit! Dein Team kann nicht unendlich viele Fallen auf einmal aufstellen. Ah, ein bisschen scheiße gebaut diesmal. Naja, was soll's. Ach komm, verkaufen wir den hier. F. 7. 7. 8. Benutze die Münzen, die ich dir geliehen habe, um Fallen aufzustellen. Ich würde mich beeilen, während wir hier reden, wird dein Darlehen verzinst. Drei. Da die 6. Jetzt kommen wir mal zu schönen Deckenfallen rein. Das ist es. Wenn du bereit bist, drücke die angezeigte Taste, um deinen letzten Test anzutreten. Bin noch lange nicht bereit. Mensch, hetz mich nicht. Kein Stress, aber diese Prüfung macht über 100% deiner Gesamtnote aus. Wenn du noch Bedenkzeit brauchst, ist das okay. Drück die angezeigte Taste einfach, wenn du für die nächste Schergenwelle bereit bist. Und vier haben wir. Ja. Das war's. Letzte Welle. Denk an das, was du gelernt hast. Hol dir Kombos. Fülle das Unchained-Meter. Werde Unchained und verwandle dich in eine ultimative Killermaschine. Verstanden? Max Neten. Stattlicher Bursche. Da kommen die Schergen. Denk an dein Unchained-Meter. Dein Unchained-Meter ist voll. Drück die angezeigte Taste. Nichts kann dich jetzt aufhalten. Nicht einmal zwei Bären mit Schilden. So viel Zerstörung. Was für eine Hektik! Kümmere dich um die Nachzügler, um dein Training abzuschließen. Glückwunsch! Du hast das Überlebenstraining abgeschlossen. Aber es gibt noch viel mehr zu lernen. Schergen können an mehr als einem Ort auf dem Schlachtfeld erscheinen. Das bedeutet, dass auch andere Lanes verteidigt werden müssen. Es gibt auch gegnerische Helden, Bosse und, naja, du weißt, was ich meine. Siegesmusik, bitte! Um mehr über den Spielmodus Überleben zu erfahren, besuche deine lokale Bibliothek. Internet. Und bis gleich zum nächsten Tutorial. So, da sind wir wieder. Es wird Zeit, Rekrut. Ich bin Ivy, Wächterin des ersten Hains. Willkommen im Eroberungstutorial. Max, dein vorheriger Ausbilder, meint, dass du ganz prima Rifts verteidigen kannst. Aber jedes Kind kann mit einer Armbrust ein paar Orks erledigen. Aber um ein Eroberungsmatch zu gewinnen, müssen Schergenwellen vom Kampfportal durch die gegnerische Verteidigung zum Rift des Feindes geführt werden. Fangen wir an.
Während die Verteidiger auf der anderen Lane Fallen aufstellen, müssen wir Schergen für den Angriff auswählen. Gehe zum Kampfportal und wähle deine Armee aus. Jo, dann machen wir das mal ganz schnell. Ab. Das Kampfportal ist gleich da drüben. Da ist das Kampfportal. Klicke auf den blinkenden Button. Wähle jetzt deine Schergen aus. Ich empfehle die Blinken gute Wahl. Ich platziere die anderen beiden Karten für dich. Das ist eine Schergenwelle, auf die du stolz sein kannst. Beeile dich und schließe das Portalmenü. Die Welle erscheint gleich. Siehe da, deine persönliche Armee. Bleibe in der Nähe deiner Schergen, um ihr Kampfportal abzugraden. Glauben die etwa, ein Tor kann uns aufhalten? Zerstöre es! Was soll das denn alles hier? Großartig! Bleibe in der Nähe deiner Schergen, damit sie weniger Fallenschaden erleiden. Okay. Mama! Wir haben einige Schergen verloren, aber ihr Opfer war nicht umsonst. Vernichten wir den Wächter, um sie ehrenhaft zu rächen. Doch hüte dich vor seinem Schleuderangriff. Sobald ein roter Kreis unter dir erscheint, verlasse ihn, bevor der Wächter sein Schwert schwingt. Vorsicht, der Wächter greift in erster Linie Schergen an. Doch sobald keine mehr da sind, attackiert er dich. Du hast fast keine Schergen mehr. Mach dich bereit für den Rückzug. Der Wächter hat dich im Visier. Lauf! Gut gemacht, Rekrut. Dieser Wächter steht bereits mit einem Fuß im Grab. Gehe zum Kampfportal, bevor die nächste Welle erscheint. Unsere Schergen könnten einen kleinen Boost gebrauchen. Platziere eine Glyphe vor dem Kampfportal. Wähle das leuchtende Glyphensymbol in deiner Ausrüstungsleiste aus. Platziere die Glyphe. Perfekt. Jeder Scherge, der die Glyphe überquert, erhält einen permanenten Buff. Hogarth bereit. Keine Sorge, das ist Hogarth. Pronomen entziehen sich ihm, aber er hilft dir, deine Schergen zu beschützen. Okay, mach dich bereit. Hier kommt die nächste Welle. Denke daran, in der Nähe deiner Schergen zu bleiben, damit sich ihr Kampfportal upgradet. Sieh mal, es ist schon auf halbem Weg zu Level 2. Sobald das Kampfportal abgegradet ist, kannst du stärkere Schergen einsetzen. Auf geht's, geben wir dem Wächter den Rest. Mach in meinem Kopf. Warum sind Zwerge so klein? Es ist so hart. Menschen platt. Ich hab mir das Schuh reingestoßen. Ja, ich will doch nur geliebt werden. Oh, sieh mal, Maximilian verteidigt diese Welle. Wie wär's, wenn wir ihm ein paar Pfeile in den Kopf pflanzen? Für Ungut, Max. Greife jetzt den Wächter an. Er hat nur noch wenige Lebenspunkte. Sei nicht traurig. Ich bin mir sicher, dieser Wächter freut sich, dass wir ihn mit seinen Ahnen vereint haben. Zerstöre jetzt die Barriere, bevor Max wieder erscheint. Ein weiteres Hindernis überwunden. Weiter so und wir werden uns in Windeseile im gegnerischen Riftraum breit machen. Oh, sieh mal, wer wieder da ist. Schicken wir Max zurück in seinen Riftraum. Wir wollten das hab ich nicht. Mach dich bereit, wegzurennen, sobald der letzte Scherge fällt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für einen taktischen Rückzug. Oder anders, renn oder stirb! Moment, sieh mal! Das Kampfportal ist fast Level 2, aber wir haben keine Schergen mehr! Ich habe eine Idee! Zerstöre diese Vase! Vertrau mir, Dinge zu zerstören hilft immer. Schnapp dir das Item! Upgrade the Minion Portal! Ausgezeichnet! Platziere Stufe 2 Schergenkarten im Kampfportal! Beeilung, die nächste Welle erscheint gleich! Weiter jetzt und öffne das. Du brauchst ein paar Münzen, um die Stufe 2 Karten zu platzieren. Hier, das sollte reichen. Klicke jetzt, wähle eine Karte aus. Die gute Wahl. Jetzt platziere ich die anderen beiden Karten für dich. Weißt du was? Hier ist ein Boss.
Normalerweise müssen die neutralen Ziele eingenommen werden, bevor ein Boss eingesetzt werden kann. Aber auch wenn Elfen unsterblich sind, ich habe heute noch etwas vor, also beeile dich und gewinne! Schließe das Menü und mach dich auf jede Menge Spaß gefasst. Okay. Wir haben einen Schergenboss herbeigerufen. Das ist es. Nichts kann uns diesmal aufhalten. Vorwärts, Schergen, zum Sieg! Dass ich Punkte kriege. Vergesse ich jedes Mal. Großartig. Max hat Gabriella mitgebracht. Jetzt muss er nicht mehr alleine sterben. Und wurde die Barriere wieder aufgebaut. Naja, dann müssen wir sie wohl wieder zerstören. Weiter geht's. Wir müssen den zweiten Wächter besiegen, bevor Max und Gabriella wieder erscheinen. Okay. Dieser große Kerl haucht seine letzten Atemzüge aus. Seien wir gnädig und erledigen ihn schnell. Wohl, tapferer Wächter. Eigentlich habe ich kein Mitleid mit dir. Du hast deinen Job nicht erledigt und jetzt bist du erledigt. Das ist nur gerecht. Beeindruckend. Du bist ein vorbildlicher Rekrut. Oder ich bin einfach nur ein ausgezeichneter Lehrer. Oder beides. Das ist ihr letzter Wächter, der zwischen uns und dem Rift steht. Oh, na gut, und diese Barriere da auch. Offensichtlich müssen wir auch wieder mit Maximilian und Gabriella fertig werden. Aber das ist alles kein Problem. Ich komme wieder. Jetzt habe ich das geschlafen. Ein großartiges Team. Schnell, zerstöre die letzte Barriere. Und sieh dir an, wie deine Schergen in den Rift stürmen. Und so, mein talentierter Rekrut, gewinnt man ein Eroberungsmatch. Natürlich führen auch andere Wege zum Sieg. Du kannst gegnerische Vorratsbehälter plündern, um neue Kampfportale zu öffnen. Oder nimm neutrale Ziele ein, um einen Boss zu rufen. Mit einigen gezielten Pfeilchen und etwas Raffinesse kann jede Verteidigung durchbrochen werden. Jetzt geh und erobere! Es tut mir wirklich leid, aber am Ende jeder Trainingseinheit muss ich die Rede Willkommen im Orden von Max vorlesen. Glückwunsch, du bist jetzt ein echt cooler, ausgebildeter Kriegsmagier. Wirf einen Blick in den Shop, dort findest du alles, was ein Orkmetzler braucht. Yo, mit allen coolen Maximilian-Skins bist du das coolste Kind der Schule. Oh, jedes Mal, wenn ich das vorlese, stirbt ein Teil meiner Seele. Also dann bis gleich beim nächsten Tutorial. So, da sind wir wieder. Orks Must Die. Ihr könnt das Schicksal, das euch zugedacht ist, nicht entkommen. Warum leckt das hier gerade so? Aloha? Was ist jetzt los? Das lief dann gerade die ganze Zeit super. Jetzt fängt es hier an zu lecken. Nee, nee, nee. Die blaue Linie zeigt an, wo welche Viecher immer lang laufen. Aber ich denke mal, das konntet ihr euch gerade schon denken. Ein kleines Orklein kam durch die Box gerannt. Fünf, vier. Und die 9. Das lasse ich hier. Und jetzt die Z.
Gehen wir auf 1. Der Gegner hat ein Kriegslager geöffnet. Öffnen die Tür. Weil wir wollen ja nicht, dass hier das alles ein bisschen länger dauert, weil sie die Tür hier kaputt schlagen müssen. Warum leckt das hier gerade so? Mensch! Kann doch nicht sein. Was ist denn hier los? Das hatte ich ihn gerade noch nicht gehabt. Fallen. Solche ekligen Lecks. Wieder was bauen. Ja, dann nehmen wir wieder die 4. Mensch, ist das eklig mit dem Weg. Die 5. Nichts vorbei. Und drücken Z. Hier drücken wir die 1. Wah. Hey. Nein, keine Legs, bitte nicht. Holla! Boah, das ist ja mal übel. Leute, wenn das jetzt gerade so schlimm ist. Ich weiß allerdings auch nicht warum. Die ganze Zeit hatte ich keine Lecks gehabt und jetzt spackt er hier richtig ab. Oh, was ist denn da? Nutzt gleich mal die Q und die E. Komm mal Preis. Jetzt wäre ich gerade beinahe noch gestorben. So, und das war das letzte Tutorial. Sorry, ich gerade wegen die Lecks. Ich weiß auch nicht warum. Aber das waren gerade die ersten Lecks in dem Spiel, die ich hatte.
sonst lief es eigentlich relativ gut. Jo, das war's für heute mit Orcs Must Die. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Also mir gefällt das Spiel sehr gut. Das ist so ähnlich wie League of Legends, nur halt in einer Personal-Perspektive. Und ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.